Hallo ihr Lieben, heute haben wir einen kleinen Produkttest für euch vorbereitet. Ich habe mir für meine Hunde eine neue Krallenschleifmaschine zugelegt, nachdem wir zuerst den Pedipaw ausprobiert haben. Ein sehr günstiges Gerät. Ist für meine kleinen Hunde allerdings nicht wirklich gut geeignet, da der Schleifkopf sehr groß ist. Und nachdem mir mehrere andere Personen gesagt haben, dass diese Maschinen, die jetzt hier vor euch stehen, wesentlich besser geeignet sind, gerade für kleine bis mittelgroße Hunde, haben wir uns nun auch eine gekauft und haben diese auch schon erfolgreich getestet, weshalb ich sie euch gerne zeigen möchte. Das Schöne an dieser Maschine ist, dass sie sehr viel leiser ist als der Pedipaw. Sie hat einen viel kleineren Schleifkopf als der Pedipaw, was gerade bei kleinen Hunden wirklich sehr von Vorteil ist. Ich finde sie sehr handlich im Umgang. Sie ist stufenlos, regelbar, funktioniert in beide Richtungen, linksdrehend und rechtsdrehend, was definitiv auch von Vorteil ist. Je nachdem, wie man die Pfote gerade hält, ist es eben wichtig, auch die andere Richtung steuern zu können. Was geliefert wird, sieht man hier. Das ist einmal das Hauptgerät, an dem es ein- und ausgeschaltet wird. Hier verändert man die Laufrichtung, links oder rechts rum. Hier oben regelt man die Geschwindigkeit des Drehkopfes und mit diesem Stück arbeitet man. Das hat auch nochmal einen eigenen Ein- und Ausschalter. Da kann man also sehr viel schneller das Gerät auch stoppen, wenn man am Hund arbeitet, wie wenn man immer ans Hauptgerät gehen müsste. Dazu gibt es diese Aufsätze, von denen man aber eigentlich nur den rechten benötigt. Denn auf den rechten Aufsatz passen die Schleifköpfe. Diesen steckt man einfach vorne rein bis zum Anschlag und dann ist das Gerät auch schon einsatzbereit. Jetzt muss man beide Seiten anschalten und sobald ich ihn jetzt auf links oder rechts stelle, fängt er an zu laufen. In dem Fall läuft er links rumgedreht und ich kann ihn an diesem Schalter stufenlos einstellen, von wirklich sehr langsam bis sehr schnell. Er vibriert extrem wenig. Sieht man daran, dass er sich jetzt, wenn ich ihn auf den Boden lege, wirklich sehr, sehr wenig nur bewegt. Und er ist wirklich sehr leise. Er läuft jetzt auf voller Stufe. Brauchen tut man es nicht. Ich schleife meine Hunde mit, na, sagen wir mal, halber bis Dreiviertel Geschwindigkeit. Das ist völlig ausreichend, zumindest für die Kleinen. Hier stoppt er dann sofort. Ich kann ihn natürlich auch am Gerät ausschalten. Beides ist möglich. Ich kann im Betrieb ihn auch auf die Null-Tastatur, das heißt zwischen links und rechts stellen, dann stoppt er auch und auf rechts umstellen. Geht alles, ohne das Gerät ein- oder ausschalten zu müssen. Ersatzköpfe für den Schleifer vorne bekommt man problemlos im Baumarkt, bei Amazon und an sonstigen Stellen. Wir haben uns direkt noch ein 100er Tütchen dazu gekauft. Ich habe jetzt für mich entschieden, dass die 150er Körnung am besten funktioniert. Die 200er Körnung könnte man sicherlich genauso nehmen. Kostenmäßig gibt es da keinen großen Unterschied. In der Ersatzpackung ist sogar ein neuer Kopf mit drin gewesen, der, obwohl es von einer anderen Firma ist, ebenso in das Gerät passt, wie der original dabei ist. Ist also wirklich sehr, sehr einfach alles zur Hand haben.
Und jetzt würde ich sagen, holen wir mal einen Hund dazu. Warum haben wir uns für einen Krallenschleifer entschieden? Für mich ist die Gefahr, das Leben zu verletzen, bei einem Schleifer definitiv geringer zu sehen wie bei einer Krallenschere. Ich kann mit dem Schleifer wirklich Millimeter für Millimeter arbeiten und ich finde es auch für den Hund oder meine Hunde finden es angenehmer wie die Scheren. Elfe hatte zusätzlich das Problem, egal mit welcher Schere, egal wie scharf sie war, egal wie neu sie war, egal welches Modell ich benutzt habe, ihre Krallen sind eigentlich fast immer gesplittert. Mit dem Schleifer haben wir dieses Problem nicht. Bei Elfe kommt noch dazu, dass sie von Natur aus durch ihre Pfötchenstellung dazu neigt, sehr lange Krallen zu haben. Dem wollen wir jetzt auch wieder entgegenwirken. Wir hatten da ein bisschen Pause, weil sie eine OP hatte. Zu der Zeit wollte ich sie damit dann nicht quälen. Meine Hunde lieben es nicht, aber sie haben es in kleinen Schritten gelernt, gut zu akzeptieren. Dazu gehört natürlich auch, dass man sie hochwertig belohnt, egal wie gut man schon trainiert hat. Dafür gibt es immer gute Kekse. Und man sollte die Pflege mit einem solchen Gerät wirklich in kleinen Schritten aufbauen. Das heißt, man gewöhnt den Hund erstmal an das Geräusch, an die Vibration. Legst du dich wieder hin? Gut. Damit der Hund dort keine Angst mehr vorhat. Elfe, wie gesagt, findet es auch noch nicht immer super prickelnd. Aber wir bekommen das gut gemanagt. Legst du dich mal hin? Super. Und dann fängt man irgendwann vorsichtig an. Die erste Kralle ein bisschen zu schleifen. Hält die ersten Einheiten schön kurz, damit es für den Hund nicht zu unangenehm wird. Ein wichtiger Hinweis hierbei: haltet den Schleifer nie länger wie maximal 2 bis 3 Sekunden an die Kralle, denn das Schleifen erzeugt Wärme. Wenn ich den Schleifer jetzt zu lange am Hund halte, kann es sogar sehr warm werden. Das ist extrem unangenehm für den Hund. Da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn der Hund es das nächste Mal gar nicht mehr mitmachen möchte. Super, bleib liegen, ne? Einmal abbeißen. Genau. Und leg dich wieder hin. Kannst du dich wieder hinlegen? Super. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich muss die Geschwindigkeit ein kleines bisschen hochstellen. Geht es? Gut. Und so arbeiten wir uns dann von Kralle zu Kralle. Belohnen den Hund zwischendurch immer wieder. Wenn ihr mit eurem Hund anfangt, wie gesagt, trainiert das in ganz kleinen Schritten, dass der Hund möglichst entspannt bleiben kann dabei. Wenn sie die Pfote wegzieht, lasse ich ihr eine kurze Pause. Nehme die Pfote wieder und arbeite wieder ein Stückchen weiter. Wenn Interesse besteht, ein komplettes Aufbauvideo zu erstellen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann werde ich auch das gerne machen. Jetzt nehmen wir die andere Vorderpfote
und schleifen auch da ein bisschen. Kurze Krallen, die im Stehen den Boden nicht berühren sollten, sind sehr wichtig für den Hund. Es kann sehr, sehr große Probleme geben, wenn die Krallen zu lang sind. Da der Hund nicht mehr richtig steht und das Auswirkungen auf seinen kompletten Körper hat. Im schlimmsten Fall kann es zu Fehlstellungen kommen, wenn der Hund auf Dauer auf zu langen Krallen läuft. Aber auch Muskelverspannungen, Rückenblockaden und Ähnliches können entstehen, wenn der Hund permanent zu lange Krallen hat. Wie ihr seht, lasse ich ihr zwischendurch immer wieder die Zeit, sich zu entspannen, da sie die Prozedur noch nicht so lange macht mit dem Krallenschleifgerät. Und ich es ihr so angenehm wie möglich gestalten möchte. An den Hinterpfoten geht es natürlich genauso wie vorne. Macht kleine Einheiten, arbeitet in kleinen Schritten. Und mit wird es für euren Hund immer selbstverständlicher werden, dass ihr seine Füße so pflegt. Eins sei noch dazu gesagt, es gibt Menschen, die reagieren relativ heftig auf den Staub, der hierbei besteht. Dazu kann man einfach einen handelsüblichen Staubmundschutz tragen. Der erfüllt da super seinen Zweck. Wir werden euch jetzt ausschalten. Ich bearbeite Elfes Krallen dann noch in Ruhe zu Ende. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Gerät werde ich euch in der Infobox verlinken. Wie gesagt, wenn Interesse daran besteht, ein komplettes Aufbauvideo zu machen, wie man es hinbekommt, dass der Hund relativ entspannt liegt, so entspannt, wie es irgendwie möglich ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bist du kitzelig? Wenn ihr gerne weitere Informationen haben möchtet, warum es so wichtig ist, dass ein Hund kurze Krallen hat, sagt mir Bescheid. Auch da gibt es Infomaterial. Und dann hoffe ich, ihr lasst noch einen Daumen nach oben da und habt einen schönen Abend und ein tolles Wochenende mit euren Mäusen. Bis dahin. Da sind wir noch mal ganz kurz. Ein Nachtrag. Bitte achtet darauf, dass sich das Fell von langhaarigen Hunden nicht im Schleifkopf verheddert. Ganz, ganz wichtig, passiert das, wird der Hund wahrscheinlich das nächste Mal nicht mehr gerne mitmachen wollen.